Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu meinem neuen YouTube-Video. Ich bin der Robert und ich grüße euch recht herzlich hier von der Nordseeküste. Leute, ich habe es endlich geschafft. Tag 2, es ist richtig früh, freut euch drauf. Ja, Freunde, das war mal wieder so eine richtige spontane Aktion. Also ich bin gestern Morgen wach geworden, dachte mir, komm, fährst du mal einfach zur Nordsee. Jetzt bin ich da, es ist arschkalt, es ist richtig früh, ich glaube 6:30 oder so. Und ja, ich bin einfach total müde noch, von daher seid gespannt, es wird mega. So Leute, fangen wir erstmal an mit Cuxhaven. Cuxhaven ist hier eine Stadt im nördlichen Niedersachsen, ja, und hat einen der größten Fischereihäfen in Deutschland. Außerdem hat die Stadt ungefähr 50.000 Einwohner. Freunde, das Wattenmeer der Nordsee ist 11.500 Quadratkilometer groß und gehört seit 2009 zum UNESCO-Weltnaturerbe. So Freunde, als Wattenmeer bezeichnet man die Küstenabschnitte, die den Gezeiten, auch Tiden genannt, ausgesetzt sind und Ebbe und Flut haben. Also bei Ebbe ist es dann tatsächlich so, wenn das Wasser sich zurückzieht und den Meeresboden freilässt, bezeichnet man das als Ebbe. Dann kann man also das Watt sehen und man kann dort die Artenvielfalt und dieses Naturschauspiel, kann man sagen, begutachten. Meistens irgendwie bei Klassenfahrten oder Wattwanderungen, die ihr früher bestimmt schon mal erlebt habt. So, liebe Freunde, jetzt kommt natürlich mega geil die Sonne hier raus. Es ist unfassbar, das hier gerade anzusehen. Was mir natürlich bei so einer Wattwanderung immer als allererstes einfällt, ist, wir waren früher immer in Wiek auf Föhr und da haben wir dann auch eine Wattwanderung gemacht. Das war mega cool. Erzählt mir noch mal gerne eure Erfahrung da. Habt ihr auch schon mal eine Wattwanderung gemacht? Wo seid ihr immer an der Nordsee? Erzählt mir das gerne und schreibt es unten in die Kommentare. Leute, wir sind hier in Cuxhaven-Dunen. Mal eine kurze Einschätzung von mir. Die Strände sind super gepflegt, die Innenstadt ist mega belebt, also man kann hier wirklich noch was erleben. Hier sind ein paar kleine Pubs und so Bars und Restaurants, wo man gut einkehren kann. Also da auf jeden Fall Empfehlung. Und lasst euch da einfach mal hinreißen, einfach mal durch die Gassen schlendern und das einfach mal erleben, es lohnt sich. So, dann was kann man denn hier alles sonst noch machen, Leute? Es gibt natürlich ein paar Sehenswürdigkeiten, die solltet ihr euch nicht entgehen lassen und ein paar habe ich jetzt für euch im Angebot. Also ihr könntet zum Beispiel zur Aussichtsplattform Alte Liebe gehen, das ist eine Konstruktion aus 1733 und da habt ihr einen super Blick über den Hafen. Genau Leute, dann gibt es noch das Windstärke 10, das ist ein Wrack- und Fischereimuseum und das Besucherzentrum des UNESCO-Weltkulturerbe. So liebe Freunde, also wir fahren jetzt nach Cuxhaven rein, weil da werden wir eine Rundfahrt machen, vielleicht zu den Seehundbänken mal schauen. Wir werden auf jeden Fall die Alte Liebe besichtigen. Bleibt dran, es ist wunderbares Wetter, 10 Grad, richtig warm. Wir sehen uns gleich. Peace! Moin Leute, hier sind wir also am Hafen, hier in Cuxhaven und zwar sind hier die Fähren, die immer zu den Seehundbänken fahren und es gibt auch teilweise Fähren, die bis nach Helgoland düsen und damit werden wir gleich also ein paar Seehunde begutachten und ja, ich würde mal sagen, viel Spaß. So liebe Freunde, also im Hintergrund seht ihr den Hamburger Leuchtturm, ist schon eine Erscheinung auf jeden Fall. Witzig bei dieser Geschichte ist, dass der einfach im letzten Jahr zum Verkauf stand. 575.000 Euro musstet ihr hinblättern. Plus Maklerprovision und dann gehört das Ding euch. Also hinter uns ist ein Kahn aus Kopenhagen. Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendeine Frachtgeschichte oder so. Das erinnert mich auf jeden Fall immer an unsere Kreuzfahrt aus vergangenem Jahr. Was haltet ihr denn von Kreuzfahrten? Seid ihr da Fan oder seid ihr da eher kritisch? Habt ihr schon mal eine gemacht? Und wenn ja, welche? Verratet mir das doch gerne und schreibt es mir in die Kommentare, Leute. So, ich nutze mal eben die Gelegenheit, um ein bisschen über das Thema alleine reisen zu sprechen. Ja, viele Leute sprechen mich immer an und sagen, was geht ab, warum, du machst das alles alleine, wie schaffst du das und ist doch total langweilig oder man wird doch irgendwie, man ist doch einsam und so weiter und so. Und Leute, ich kann nur sagen, erstmal, wenn ihr Dinge alleine macht, ist jetzt egal ob Reisen oder Aktivitäten, hat das immer einen Mehrwert für euer Selbstbewusstsein. Also ihr wächst daran automatisch, das ist gar keine Frage. Und
zweitens dieses alleine Reisen, auch über mehrere Tage alleine zu sein und auch der Willkür so ein bisschen ausgesetzt zu sein, dass man ja niemanden anderen hat. Auch das kann ein Erlebnis sein für sich selber und ich habe das so die Erfahrung gemacht. Am Anfang war das richtig schlimm für mich, also ich habe es nicht gerne gemacht, alleine reisen. Mittlerweile feiere ich es, weil ich so viele Freiheiten habe, ich kann machen, was ich will. Ich fahre jetzt zu den Seehunden, wenn ich mit Leuten da gewesen wäre, die hätten da vielleicht keinen Bock drauf gehabt oder whatever. Und ich mache hier einfach, was ich will. Ich lerne eigentlich immer Leute kennen, also macht euch da keine Sorgen, wenn ihr ein bisschen offen seid und so. Dann lernt ihr auch welche kennen und ich kann es nur euch ans Herz legen, Leute, reist alleine, es wird eure Welt ein bisschen besser machen. So Freunde, der ist auch nochmal ein bisschen Sylt-Feeling jetzt hier, ne? Sunglasses sind am Start, mal ein bisschen einen auf Draufgänger machen hier. Ja, was auch das Ding ist beim Alleinereisen, Leute, was ich einfach noch sagen wollte, ist, man kommt, das klingt immer so behindert, aber man kommt aus der Komfortzone heraus, weil man Lösungen finden muss. Zum Beispiel, ich wieder komplett lost, habe einfach, chalas, bin gefahren, Speicherkarte vergessen und diesen Gimbal für meine GoPro, diese Schraube, wo man das mit festmachen kann. Ich habe hier einen Selfie-Stick, ihr solltet diese Armatur mal sehen, das sieht aus wie ein Behinderter, wirklich ganz schlimm. So, musste ich losfahren, Ladekabel kaufen, weil ich das auch noch vergessen hatte und SD-Karte, kann man immer gebrauchen, Arschlecken. Machen, egal. So, und das ist eben das Ding. Du könntest natürlich dich in deine Höhle kriechen, wenn du alleine bist und sagen, oh, es ist alles scheiße, depressive Stimmung und nach Hause fahren und wieder, keine Ahnung, wieder rumheulen bei Mama und sagen, die Welt ist doch so ungerecht, was ist mit mir, armen Trottel, wieder nur passiert? Ich hab's verkackt, ha, 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 ha. Oder du gehst halt los, suchst dir irgendwelche Lösungen zusammen und machst es einfach, weil das macht dich am Ende des Tages stärker, als wenn du wieder sagst, ja gut, beim nächsten Mal fahre ich dann wieder mit irgendwelchen Leuten. Und ich möchte mich auch dieser Willkür nicht aussetzen, immer auf andere Leute angewiesen zu sein. Also ist man ja sowieso schon im Alltag. Wenn man umziehen will, braucht man Leute, die einem helfen. Ja, wenn man auf der Arbeit ist, man da auch auf Leute angewiesen und so weiter. Und das ist hier halt bei diesem alleine Verreisen nicht der Fall, Leute. Von daher, probiert es aus, es lohnt sich. Alles in Load auf dem Boot, alles in Buddha auf dem Kudder. Ja, Freunde, Cuxhaven ist ja auch gar nicht so weit weg, sag ich jetzt mal, hier von Hamburg und Bremen. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Autos gesehen mit Hamburger und Bremer Kennzeichen. Die werden es sich auch nicht nehmen lassen, hier auch mal an die Küste zu fahren und mal einen Buschen Urlaub zu machen. Ne, mal den Sand unter den Nägeln zu spüren und die Luft. Ne, also es ist schon so, dass halt die Leute auch aus den Städten natürlich jetzt hier an die Küste fahren. Gerade bei so einem sonnigen Tag und sich mal einen heißen Kaffee trinken zum Beispiel. Ne, oder lass es ein Aperol Spritz sein, also es ist halt so. Und machen hier einen auf Robert Geis. Ja, also jetzt nicht Robert Seemisch, sondern Robert Geis. Genau, und das machen wir jetzt auch. Liebe Freunde, ich war nun also auf der Jan Cux und habe dort Seehunde gesehen. Die Fahrt hat ungefähr 2 Stunden gedauert zu einem Preis von 19 Euro. Das ist jetzt nicht spottbillig, sage ich mal, aber in Ordnung. Die Reise war vollkommen okay, war für jeden was dabei, man konnte Fotos machen und ansonsten wurde auch nicht zu viel gesprochen. Das finde ich auch immer wichtig, dass man da noch Space hat, um sich selber Gedanken zu machen. Von daher auf jeden Fall Empfehlung. Dort habe ich auch gerade erfahren, dass dieses Schiff Zealandia Seaways gleich nach England überfährt und damit noch eine sehr, sehr weite Reise vor sich hat. So Leute, also jetzt noch mal ein kleiner Reminder zum Thema alleine reisen. Was meine ich denn überhaupt damit? Ich meine damit nicht, dass wenn ihr irgendwo hinfahrt, ihr euch alleine in der Ecke kauern sollt und dann, was weiß ich nicht, da Depressionen schieben sollt, sondern dass ihr natürlich auch auf Menschen zugeht, mit Leuten versucht in Kontakt zu kommen, Gespräche zu suchen, Gemeinsamkeiten zu finden. Wenn ihr zum Beispiel in der Bar seid oder wie eben jetzt gerade auf dem Schiff, ne, das müsst ihr dann schon machen. Dafür braucht man natürlich Selbstbewusstsein. Dafür muss man ein bisschen aufgeweckt sein und natürlich auch kommunikativ und so weiter. Aber ihr schafft das, da glaube ich fest an euch. Und wenn ihr das hinkriegt, dann habt ihr die Chance auf einen richtig, richtig geilen Urlaub. So, jetzt geht's weiter. Ich werde mir gleich noch einen Kaffee trinken und dann langsam auch schon den Heimweg antreten, glaube ich. Guck mal,
mal, ob ich noch ein paar Sachen erkunde, aber wir sehen uns gleich wieder. Moin und ahoi Leute, hier hinter mir ist die Kugelbake, da war ich gerade. Und das ist hier auch ein Highlight sozusagen, was auf der Strecke liegt. Hier ist noch ein richtig geiles Strandstück, was ich jetzt noch ein bisschen erwandern und erkunden werde. Und dann geht es für mich auch nach Hause. Ich hatte noch die Option, ins Museum zu gehen. Leute, aber bei diesem geilen Wetter, da werde ich mich doch nicht ins dunkle Museum begeben, was auch noch Geld kostet, sondern hier draußen einfach nochmal bei einem Strandspaziergang den Tag ausklingen lasse. Leute, wir sehen uns. Bis dahin. Peace. So, liebe Freunde, mit diesem wunderbaren Panorama im Hintergrund verabschiede ich mich von dieser heutigen Zwei-Tagestour, Leute, aus Cuxhaven. Wir sind endlich fertig. Es hat mega viel Spaß gemacht. Danke nochmal für das Vertrauen, fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Robert. Peace.